Ein ja. Alistair ja. Und Shelmet. Ja. Einst bestand das Königreich der Zwerge aus 12 mächtigen Teichs. Das Ganze habe ich schon mal vorgelesen. Irgendwann meine ich mich zu erinnern. Gut, Leute, wir bewegen uns wirklich aufs Ende des Spiels zu. Mit Riesenschritten. Nach der Quest im Gesindeviertel kommt bereits das Landing. Das Wichtigste überhaupt. So ist das halt. So. Alle drei ein Level up. Was zur Hölle? Okay. Ich muss jetzt die Konstitution erhöhen. Dringend. Dringend. Okay, Stan ist Zweihand komplett ausgebildet. Alistair. Der ist Schild auch komplett ausgebildet. Deshalb bekommt er jetzt noch Heiliges Zerschmettern. Und Shale auch noch. Er hat genug Konstitution. Gottes Willen. So, jetzt bekommt jetzt einfach Stärke. Innere Reserven. Bald ist auch sie komplett ausgebildet. Gut, können wir jetzt über die Karte dahin? Eben, wir kommen nicht ins Gesindeviertel. Das Problem hatte ich letztes Mal auch. Was musste ich nochmal tun? Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsama. Ja, ist gut, ist schön, ist wunderbar. So. Ja, genau. Jetzt ging's. Schön. Das macht keinen Sinn, aber das ist egal. Gut, im Gesindeviertel erwartet uns dann eine mächtige Aufgabe. Um die wir uns kümmern werden. Die letzte Aufgabe vor dem Landing. Eine sehr wichtige Aufgabe. Um noch einen schweren Betrug von Loghain aufzudecken. Gut, das ist das Gesindeviertel. Hier waren wir auch noch nie. Wir werden doch nicht überfallen, oder? Das tun die Elfen hier nicht, richtig? Leute überfallen? Du sollst dich vom Gesindeviertel fern. Hey, hört auf. Ja, ich bin hier. Hallo? Los, lauft weg. Husch. Kusch, was geht? Lauft. Los, hä? Ich bin schneller als ihr. Was ist los? Okay, Menschenversammlung. Ich habe gar nichts gelernt. Niemand ist gekommen, um uns zu helfen. Meine Kinder brauchen mich zu Hause. Ich kann hier nicht noch einen Tag warten. Dann geh nach Hause. Das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist diesen Scharlatan nicht zu vertrauen. Bitte, bewahrt Ruhe. Wir helfen heute so vielen, wie wir können, solange nur alles geordnet zugeht. Oh, ihr helft uns also, Shem. So wie ihr Valandrian und meinem Onkel Sirion geholfen habt, richtig? Dank eurer Hilfe wurden sie nie wieder gesehen. Wir haben es euch doch schon erklärt, Kind. Ihr könnt noch so viel jammern, aber wir werden dennoch nicht zulassen, dass ihr die Quarantänestation betretet und die Pest wieder ins Gesindeviertel einschleppt. Du bringst uns noch alle um, Shiani. Einige von uns haben noch etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Wenn ihr Zauber wirklich funktioniert, warum sind dann die Hälfte der Quarantänepatienten vollkommen gesund? Was ist hier los? Leck. Du bist wohl nicht von hier. Warte, Soris hat mir von dir erzählt. Du hast ihn aus dem Kerker befreit. Die Fremden sagen, sie wollen uns gegen die Pest behilflich sein. Aber alle, denen sie helfen, verschwinden plötzlich. Seltsam, oder? Das stimmt nicht und du weißt das, Shiani. Meine beiden Schwestern haben den Tevinter-Zauber bekommen und es geht ihnen gut. Und wo ist dann deine Nichte? Und mein Onkel Sirion und Valandrian? Beruhig dich und sag mir, was hier vor sich geht. Die Fremden haben in den letzten Wochen Dutzende von Elfen in das Haus gebracht. Und keiner davon wurde seitdem wieder gesehen. Einer von ihnen war unser Horan, Valandrian. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihn nicht zurückbekommen. Ich versuche, mit den Heilern zu reden. Du kannst es gern versuchen. Aber diese Wachen meinen es ernst. Ja, ich auch. Ich habe muskelbepackte Freunde. Was ist los? Bitte nicht drängeln. Wir wirken unseren Zauber für jeden Einzelnen. Hessarion sei euch gnädig. Wie lange seid ihr schon krank, Mann?
Ihr hättet bereits vor Tagen herkommen sollen. Husten vortäuschen, helft mir. Die übrigen müssen draußen bleiben. Zugang nur für Kranke. Nein, wenn sie nicht mitkommen, gehe ich auch nicht. Wachen, helft mir, ihn zu bändigen. Okay, bändigen wir uns. Auf geht's. Könnten wir uns nicht einfach riesig einschlagen? Nein. Was zur Hölle? Ich hasse es, wenn meine Tastatur nicht funktioniert. Das geht mir tierisch auf den Sack. So geht's natürlich auch was. Und warum steht er hier noch? Schön, dass du auch irgendwann umfällst. Sehr freundlich von dir. Okay, einer von diesen hat einen Schlüssel, mit dem wir da reinkommen. Einer von den Magiern. Hast du ihn? In Ordnung. Ja, Hotspeed-Schlüssel. Sehr schön. Glaubst du auch langsam was? Ja, das ist sehr schön von dir. Verzaubererrobe aus Tevinter. Das klingt gar nicht so übel. Das werde ich einfach mal gucken, wie stark das ist, weil ich muss zugeben, unsere Rüstung ist jetzt schon relativ alt. Verzaubererrobe aus Tevinter und schwache Tevinterrobe, okay. Mal gucken. 3 Zauber, 10% Chance, Angriffen auszuweichen. Da ist die Robe des Achon immer noch besser. Glaube ich zumindest. Ja, die ist definitiv stärker. Gut, behalten wir die halt bis zum Ende und betreten jetzt das Hospiz, um mal zu schauen, was es denn da bitte mit der Seuche auf sich hat. Und ich hoffe, dass meine Tastatur, ja, ich sollte vielleicht mal neue Batterien reintun. Wäre gar nicht so doof, ne? Achte bei der Erforschung von Kerkern auf Fallen. Wenn ein Schurke sie bemerkt, kann er sie entschärfen. Wow, Wahnsinn. Ach ja, Gegner. Das wär's. Gut, Münzstapel. Wow. Sogar einiges an Geld. Nice. Notiz. Bei diesem Schlüssel lag eine Notiz. Für die nächste Lieferung, bla bla. Okay, also es wird jetzt im Genauen gesagt, dass, Taubendreck. In der Tat. In der Tat. Dass die Elfen hier verkauft werden. Quasi sind diese Tevinter-Leute Sklavenhändler. Warum ich jetzt für einen Seidenteppich wieder eine Truhe geöffnet habe, weiß ich nicht. Bei allen. Ja. So, Frezelon. Gut, dann machen wir uns mal auf den Hintereingang. Gehen wir hier mal raus. Hast du einen Schurken in der Gruppe, kann dieser Türen und Truhen öffnen, die dir andernfalls verschlossen bleiben. Tja, Basiswissen fast am Ende. Sehr, sehr interessant. Gut, wir müssen der ganzen Sache hier jetzt auf den Grund gehen und, ja, die verschwundenen Elfen finden. Dumpty, 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 humpty, dumpty, dumpty, dumpty. Wohnungen. Gut, wir müssen jetzt die Wohnungen hier durchkämmen nach Elfen, die verschwunden sind. Das macht doch Sinn, oder? Glaube ich, hoffe ich, denke ich, weiß ich, vielleicht. Ach ja, ich rede mal wieder Schwachsinn. Gut, hier drin, was haben wir hier? Gar nichts. Sehr schön, ein leerer Raum. Und hier ist ein Elf. Wer ist da? Bleibt weg von mir! Beruhigt euch, ich habe nur ein paar Fragen. Ich kann euch nichts erzählen.
Bitte geht einfach. Ich will keinen Ärger. Könnt ihr euch ein wenig Geld umstimmen? Also gut. Ich habe gesehen, wie sie alle mitgenommen haben. Sie haben sie einfach aus ihren Betten geholt. Sie haben sie die Gänge entlang geschleift. Beim Erbauer, wie die Kleinen geweint haben. Wohin haben sie sie gebracht? Sie bringen sie durch das alte Büro des Hausherrn. Wenn sie dort reingehen, kommen sie nie wieder zurück. Was habt ihr noch gesehen? Sie kommen alle paar Tage zurück. Es ist wie eine Parade, eine stumme Parade. Männer, Frauen und Kinder. Ihr müsst gehen. Sie werden bald zurück sein. Wenn sie rausfinden, dass ich geredet habe, nehmen sie mich auch mit. Bitte, geht einfach. Ist ja gut. Wir gehen ja schon. 2 Sovereign hat uns das gekostet. Mann, seid ihr hier teuer. Gut, den Raum hier hatte ich nicht durchkämmt, weil hier kein Raum ist. Okay. Auch gut, eine Tür, die man gar nicht öffnen kann. So, in Ordnung. So, auch hier finden wir noch alle möglichen nutzlosen Plunder, den ich jetzt nicht einsammeln werde. Wir haben eigentlich alles so, was wir brauchen. Tür, die verschlossen ist. Okay, das ist verdächtig. In der Tat. Das ist verdächtig, Liliana. Schon unterwegs? Oh, schön. Dieser Raum hier sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Ein Langbogen aus Eisenborke. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Und eine beschriftete Lederrüstung. Wollt ihr mich verarschen? Okay, führt ihr hier noch irgendeinen Weg weg? Nein, natürlich nicht. Wieder ein Raum, der nichts bringt. Wird erledigt. Aber mit einer Truhe, die sich so öffnen lässt. Und hier ist einiges an Zeug drin. Wow! Eine Bronzemünze. Leute, ihr seid hier so reich. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Kranker Scheiß. Okay, können wir mal Schilder zerstören. So. Gut, und da geht's raus. Liliana, weg mit dir. Blut und Verdammnis. Ich will dich nicht in meinem Team. Und hier ist der Weg raus. Gesindeviertel der Elfen. Ja, jetzt kommen wir in einem hinter Häusern versteckten Teil des Gesindeviertels raus, der auch nur durch diese Wohnungen erreichbar ist. Und wir werden natürlich erwartet. Wie sollte das auch anders sein? Dieses Spiel ist berechenbar nach einiger Zeit. Was ist los? Schon wieder eine Ladung? Wir wurden... Moment, ihr seid nicht aus Tevinter. Wer zur Hölle seid ihr? Ich suche die verschwundenen Elfen. Und wer zur Hölle seid ihr? Ich bin der graue Wächter Frezolon. Ich bin hier, um euch abzulösen. Hat man euch das nicht gesagt? Was? Nein, ihr lügt. Wir werden erst um Mitternacht abgelöst. Los, erledigt sie! Schnell! Och, Mann. Kann nicht mal irgendwas funktionieren?